Xiaomis hyperproduktive Subbrand Dreamy hat sowas wie die nächste Form der selbstreinigenden Saug- und Wischroboter gelauncht. Vielen Dank an Gobo.com, die das Video sponsern und uns das Modell zugeschickt haben. Der Dreamybot W10 knüpft an Modelle wie den Roborock G10 oder den GD Mob Station an, ist also ein Roboter mit einer Selbstreinigungsstation sowie rotierfähigen Wischpads, die sich nach dem Reinigungsvorgang vollautomatisiert säubern und trockenfüllen können. Eine kleine Revolution und mit entsprechend großen Erwartungen haben wir den Dreamybot W10 getestet. Geliefert wird eine große Reinigungsstation mit einem 4 Liter Frischwasser und einem 4 Liter Schmutzwassertank, die man als Hanteln benutzen könnte, aber hauptsächlich den Nutzen haben, den Roboter mit Frischwasser zu versorgen und das dreckige Wasser abzupumpen, was man sonst händisch erledigen müsste. Der Roboter ist spannenderweise nicht komplett rund, sondern er hat diese eher seltene abgerundete D-Form für eine bessere Eckenreinigung, wie man das von den Vorwerk- oder Nitogeräten kennt, hat dann den kleinen Nachteil, dass sich das Ding nicht immer auf der Stelle wenden kann. Es gibt zwei rotierende Wischpads, eine Seitenbürste, die sich in Form und Länge ebenfalls von klassischen Seitenbürsten unterscheidet, denn die braucht wegen der Form des Roboters nicht mehr ganz so lang zu sein. Dann die Bedienungsanleitung, Reinigungswerkzeug und Netzteil. Innen haben wir wie üblich einen Staubbehälter. Der W10 ist ein Hybridroboter, der gleichzeitig saugen und wischen kann. Bemerkenswerterweise haben wir aber keinen Wassertank und das ist einzigartig und genial. Der Roboter wäscht und befeuchtet die rotierenden Pads direkt in der Station und wir stellen per App dann ein, ob er alle 5, alle 10 oder 15 Quadratmeter oder eben auch pro Raum die Pads reinigen und sich neues Frischwasser zapfen soll. Eine tolle Funktion. Der Aufbau des Modells ist sehr leicht, die Pads haften hier per Magnet, Seitenbürste dran, dann den Frischwassertank befüllen und fertig. Die App hat einen sehr großen Nutzen und die Kopplung ist auch eine Sache von Sekunden, wenn man die Xiaomi App bereits vorinstalliert hat. Per App lassen sich dann viele nervensparende Einstellungen vornehmen. Euer erster Job ist aber erstmal nichts tun, Play-Taste drücken für die Komplettreinigung und warten, bis das Gerät ungestört von Anfang bis Ende eine komplette Reinigung durchlaufen hat, damit der Roboter eine Karte eurer Wohnung erstellen und abspeichern kann. Denn erst dann könnt ihr diese für gezielte Reinigung wie zum Beispiel einzelner oder mehrerer Zimmer verwenden. Ganz praktisch ist auch, dass die App Reinigungsabfolgen hat. Ihr könnt also einstellen, welche Zimmer zuerst gereinigt werden. Habt ihr mehrere Etagen, könnt ihr Multimapping in der App aktivieren und standardmäßig hat das Modell auch digitale Sperrzonen, mit denen wir Areale ausklammern können, wenn der Roboter also in einem gewissen Bereich Probleme hat. Das wird No-Go-Zone genannt. Ebenso gibt es auch No-Mop-Zonen, also Nicht-Wischen-Zonen. Die sagen dann quasi, Saugen geht hier klar, aber beim Wischen soll die Zone bitte umfahren wären. Das ist sehr sinnvoll bei Teppichen, wobei das Modell ja als einer der ganz wenigen Reinigungsroboter hier per Ultraschall eine fortschrittliche automatische Teppicherkennung hat und damit auch selbstständig Teppiche vermeidet, aber ebenso auch einen Teppich-Turbo-Modus hat und auch eine Kindersicherung. Ja, was ich generell als Navigationsart favorisiere, ist wie hier die Lasernavigation. Man hätte stattdessen auch auf ein Modell ohne Laserturm, wie zum Beispiel beim GD Mob Station gehen können. Der ist dann etwas flacher gebaut, hat aber dann weniger App-Funktionen, man hat weniger Kontrolle und auch die Zuverlässigkeit ist nicht ganz so gegeben. Dreamy selbst ist ja eine aufstrebende und von Tag 1 an erfolgreiche Marke. Ich habe bestimmt schon 15 Dreamy-Produkte getestet und ursprünglich kommen die aus dem Preis-Leistungsbereich. Aber gerade auch die letzten Dreamy-Roboter, ich sag mal der Dreamy D9 und der L10 Pro-Z10 Pro, die konnte man dann schon eher als High-End bezeichnen. Und auf diesem Fundament baut dann auch der Dreamy W10 nun auf. Bei den technischen Daten ordnet sich der W10 zwischen Durchschnitt und Leistungsträger ein. Der Staubhälter ist durchschnittlich geräumig, die Wischpads rotieren 180 Mal pro Minute mit 10 Newton Druck. Die Saugleistung ist indes höher als bei den meisten Saugrobotern und der Akku ist der größte mir bekannte in einem Roboter überhaupt, denn da gibt es sonst nur die Einheitskapazität von 5200 mAh, die man zum Beispiel in jedem Roborock-Modell findet. Dann hat er eine Kantenüberwindung von 1,8 cm, üblich sind hier 2 cm, aber mit der Wischvorrichtung ist das irgendwie auch logisch. Saugtest. Ja, die Wischfunktion ist die große Besonderheit dieses Modells. Dazu sage ich gleich ein paar Takte. Zunächst überprüfen wir aber mal die reine Saugleistung, denn hier tritt Verblüffendes zutage. Die Ergebnisse sind eindeutig sehr überzeugend. Wir haben 96% Reinigungsleistung auf Kurzvorteppichen. Das ist klar besser als der GD Mob Station. Scheint hier mit den abgenommenen Wischpads überhaupt keine Probleme zu haben. Auf Hartboden hat das Modell sogar glatt 100% gereinigt. 99% ist hier bei sehr guten Modellen ja schon üblich. Über 95% hat eigentlich jedes anständigen Modell, aber glatte 100%, also wirklich alles aufzusaugen, das hat noch kein Roboter geschafft.
Ich habe nach der Reinigung auch nochmal alles abgetastet und genau geguckt, um das zu verifizieren. Und ich habe nur ein einziges Reiskorn gefunden, also ein nicht zu schlagender Rekord nach über 50 getesteten Staubsaugerrobotern. Bei den Testbedingungen halten wir es übrigens so, dass wir jeden Roboter diesen Bereich hier doppelt fahren lassen, einfach um die Varianz zu minimieren und eine bessere Vergleichbarkeit zu schaffen. Aber davon profitieren auch alle anderen zuvor getesteten Geräte. Sehr, sehr gute Leistung. Dann zur Wischfunktion. Die große Stärke der Wischfunktion liegt hier in der Autonomie. Nie war es möglich, komplett kontaktfrei zu wischen. Immer musste man bei einem Saugwischroboter das Wischtuch nach der Reinigung abmachen und dann auswaschen und trocknen und durfte das auch nicht vergessen, da sonst das Tuch gegammelt und auch gerochen hätte. Wer Holzboden hat, musste da immer ganz besonders vorsichtig sein. Hier ist es so, dass die Reinigungsstation nicht nur den Boden schützt, sondern die Wischplätze werden richtig durchgewaschen. Die drehen sich also auf so einer geriffelten Fläche, werden da durchgespült und das dreckige Wasser dann wieder abgepumpt in den Schmutzwassertank und nach der Reinigung durch 40 Grad heiße Luft dann komplett trocken geföhnt, ohne Restfeuchtigkeit. Der Föhn ist dabei auch wunderbar leise. Das Tolle ist, das System funktioniert genau wie beschrieben. Sobald ihr den 4 Liter Frischwassertank voll habt, dann könnt ihr das Modell täglich wischen lassen, bis ihr nach ein paar Tagen den Schmutzwassereimer dann entleeren müsst. Ich finde die Wischleistung dann auch hervorragend. Wir haben hier eine Rotation und einen erhöhten Druck. Selbst hier können wir noch einstellen, wie nass die Tücher wischen sollen. Ich habe die niedrigste Wasserstufe verwendet. Es ist das beste Wischergebnis, was ich jemals bei einem Roboter gesehen habe. Es ist also wirklich großartig, was ich hier an Zwischenergebnissen festhalten kann. Ja, aber Preis, Leistung und persönliche Meinung. Also, nach dem großen Lob und Anerkennung zur Reinigungs- und Wischleistung scheint der W10 ja irgendwie das perfekte Produkt zu sein. Zum Teil ist das auch wirklich so, der Roboter liefert ab, der hat eine tolle Performance, der erfüllt und übertrifft teilweise sogar meine größten Erwartungen, Stichwort Saugtest. Da hätte ich jetzt nicht gedacht, dass hier heute ein Schwerpunkt liegen würde. Ich dachte dann, das wäre ausschließlich bei der Wischfunktion. Insgesamt am besten finde ich aber, dass kein Wassertank benötigt wird und dazwischen automatisch läuft. Aus der Praxiserfahrung nach einer Woche intensiver Nutzung fallen mir aber auch kritikwürdige Punkte auf. Wir haben zum einen die Bauhöhe, die ist mit 10,5 cm etwas höher als üblich und das zeigt sich dann als Schwachpunkt, weil der Laserturm mit einem Stoßdämpfer nach oben unter gleich hoch unterbauten Möbeln hängen bleiben kann. Der fährt da also drunter und findet dann irgendwie nicht mehr zurück. Das ist mir hier bei dieser Kommode passiert, da setzt man dann eine Sperrzone drauf und die Abläufe sind dann wieder flüssig. Die Kommode bleibt aber in dem Fall ungereinigt. Die Teppicherkennung und die Vermeidung funktioniert zuverlässig, allerdings kann es vorkommen, dass die rotierenden Wischpads unter der Teppichkante gelangen und da diese ganz bequem mit einer Magnetverbindung gehalten werden, koppelt der Roboter so ein Wischpad auch mal ab, wenn er hier unter den Teppich gelangt und unterbricht so die Reinigung. Bei diesem runden Teppich hier war das der Fall. Mit der Software und den vielen Möglichkeiten der App bin ich insgesamt dann sehr zufrieden. Dreamy sollte es den Nutzern aber möglich machen, die Sperrzonen drehen zu können, denn nicht jede Wohnung und auch nicht jedes Möbelstück ist rechteckig. Es stellt sich ja auch die Frage, ob dieser Produkttyp als eigene Kategorie zu sehen ist oder doch noch irgendwie in den Bereich klassischer Hybrid-Saugwischroboter reinfällt, denn eigentlich hat es sowas zuvor nie gegeben. Ich denke, das Modell wird es zum Bestseller 2022 schaffen, selbst wenn es Roborock mit dem G10 oder auch Ecovex mit deren Omni-Modell gelingen sollte, ein ähnlich gutes oder ein besseres Modell zu launchen. Die cleveren neuen Ideen, die Dreamy hier eingebaut hat, ich sag mal die D-Form, die neue Seitenbürste, die neue Form der Autonomie, die rotierenden Pads anstatt Wischlappen. Man kann das irgendwie alles als Erfolg werten und mir persönlich tut es tatsächlich leid, das Gerät jetzt wieder einzupacken, weil die nächsten Modelle dann schon wieder getestet werden müssen. Ich finde, das ist ein sehr überzeugendes, sehr lohnenswertes Produkt mit einem hohen Mehrwert für jeden Haushalt. Also, bis dahin, das war meine Einschätzung. Ciao.